nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Verseri. Hallo liebe Zuschauer, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei timetodo.ch. Gestern angekündigt, heute bei mir jemand, der das Thema Farben sich zu seiner Lebensaufgabe genommen hat, weil Farben, denken wir erstmal an Maler oder an Künstler, nein, weit gefehlt. Es geht um viel, viel tiefer greifende Dinge und zwar um das Thema Farbtherapie. Aber bevor ich irgendeinen Unsinn erzähle, fragen wir Sie direkt selbst. Herzlich willkommen, Marietta Keller. Danke vielmals, dass ich hier sein darf und das Geheimnis der Farben erzählen kann. Das ist ja so ein, wenn man das erst mal hört und wenn ich Farbtherapie immer gehört habe, habe ich am Anfang gedacht, ja, was heißt Farbtherapie? Dann muss ich mir immer eine Farbe angucken oder muss eine Farbe tragen. Vielleicht mal für die Zuschauer so im ersten Step, was versteht man unter Farbtherapie und wie bist du zu dem Thema überhaupt gekommen? Also, Farben waren mein ganzes Leben ein wichtiger Teil, schon als Kleinkind. Und die haben mich immer begleitet. Als Jugendliche habe ich meine Schuhe umgefärbt, damit es passt. Ich reagierte immer sehr stark über die Farben. Habe aber damals noch nichts gewusst, dass die heilsam sind. Und als ich dann der nächste Weg, ich war Spielgruppenleiterin, da kam ich schon näher zu den Farben. Mhm. Und als es dann eine Ausbildung für Farbtherapie gab, dann habe ich zugegriffen. Und das war die beste Entscheidung, die ich gemacht habe. Diese Farben nehmen wir ja im Prinzip nur zur Gestaltung wahr. Im klassischen Haushalt überhält man sich unter Farben vielleicht, welche Bettwäsche nehmen wir, welche Vorhänge, welches Tischtuch oder so. Und es ist mehr, meinen die Leute zumindest, so ein Geschmacksempfinden. Aber ich glaube, Farben sitzen viel, viel tiefer in uns. Also wir gehen davon aus, von den drei Grundfarben. Rot, Gelb und Blau. Körper, Seele und Geist. Und das sind auch die Grundfarben, die die Maler brauchen. Und wenn ich jetzt Rot mit Gelb mische, gibt es Orange. Mhm. Wenn ich Gelb mit Blau mische, gibt es Grün. Und Blau mit Rot, dann gibt es Violett. Dann haben wir 6 Farben und wir nehmen noch die hellblaue Farbe dazu. Und Farbtherapie ist eine Therapie von Licht, weil im Licht alle Farben enthalten sind. Und jede Farbe von diesen 7 Farben schwingt anders. Das Rot schwingt viel langsamer als das Violett. Mhm. Violett ist viel eine flüchtigere Farbe. Kann man eher nicht fassen. Und das ist der Teil, den wir nutzen, wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch aus 7 Farben besteht. Weil wir Menschen ja Licht sind, ja, bestehen wir aus 7 Farben. Und das Wunderbare für mich ist, dass wenn ich mit jemandem über Farben spreche, dann weiß jeder, wenn ich von Gelb spreche, was Gelb ist. Und ich muss nicht Gelb umschreiben. Und grundsätzlich nehmen wir Menschen 90% der Farben über die Augen auf. Mhm. Auch ein Blinder nimmt Farben auf. Über die Haut. Ah, okay. Weil die Haut das größte Organ ist bei Menschen. Mhm. Und viele Blinden spüren die Farben. Auch wir, wenn wir die Augen zumachen und da jetzt eines von diesen farbigen Seidentüchern nehmen, in jeder Hand eines, spüren wir den Unterschied. Und viele Menschen können es sogar definieren, welche Farben sie in den Händen halten. Ist ja faszinierend. Farbe und Frequenz, wenn man so in die Urthematiken hineingeht, ist ja im Prinzip die Grundbausteine unserer Existenz überhaupt.
aus den beiden Komponenten ist alles Weitere entstanden. Dann müssen Sie ja nach dem, was ich jetzt so im Vorgespräch auch von dir gehört habe, eine ganz große Einwirkung auf, du hast vorhin schon gesagt, Körper, Geist und Seele haben. Also es ist nicht nur eine mentale Geschichte, es ist auch eine, die ich dann körperlich spüren kann. Wo wird Farbtherapie eingesetzt? Wenn ich jetzt sage, ich habe Bauchweh, dann gehe ich zu dir und sage, mach mal Farbtherapie gegen meinen Bauchweh. Oder wie muss man es verstehen? Also vielleicht ist es einfacher, wenn ich kurz die 7 Farben anspreche. Mhm. Also Rot ist, wissen wir alle, eine sehr aktive Farbe. Die aktiviert etwas. Wenn ich müde am Morgen bin, habe ich eher die Tendenz, etwas Rotes anzuziehen. Oder wenn ich nicht wach werde am Morgen und nicht hier bin, kann ich auch rote Socken anziehen. Oder eine rote Tasse gebrauchen. Jemand, der schlecht aufwacht. Das sind so kleine Details. Und Orange ist für viele Menschen so eine nicht angenehme Farbe. Ach. Ja, viele Menschen haben Mühe mit Orange. Weil es ist doch sehr eine klare Farbe. Denken wir an die Arbeiter auf der Straße. Eine Leuchtfarbe. Und Orange entspannt und es ist bei Verspannungen, löst auf. Mhm. Und Orange hat auch mit dem Dichtarm zu tun. Orange ist die Lebensfreude, also die Gemeinschaft. Kreativität gehört auch dazu. Und regt den Appetit an. Also bedeutet, ich habe jetzt von dir schon jetzt 4 Farben oder 5 geschildert, dass jede Farbe einen bestimmten Bezug hat auf unseren Körper, unser Geist, unsere Seele. Wir haben jetzt so über zum Beispiel das Thema Appetitanregen oder Verdauung gesprochen. Hat es auch immer eine Wirkung auf die Psyche? Das ist ja zu mehr die physische Seite. Wie sieht es mit der Psyche aus, wenn ich jetzt, ja, es gibt ja viele Menschen, die Psychosen haben, die depressiv sind. Können die auch über die Farbtherapie irgendeine Veränderung ihres Zustands erfahren? Also wir kennen ja die Winterdepression. Mhm. Und darum ist Gelb eine sehr wichtige Farbe. Gelb unterstützt Konzentration, hilft bei Depressionen, teilweise auch Orange. Das sind so die, da muss man spüren. Ja. Wenn jemand irgendeine Farbe ablehnt, kann er diese Farbe nicht gebrauchen, weil das bringt nichts. Und Orange hat ja immer mit Rot und Gelb zu tun. Also ist eine Mischfarbe. Aber Gelb ist die hellste Farbe. Und die weckt auf. Die ist auch gut zur Konzentration bei einem Kind, wenn es sich schlecht konzentrieren kann. Wie muss ich das dann verstehen? Du hast dann zum Beispiel hier vor uns stehend eine ganze Reihe von Brillen mitgebracht. Mhm. Bedeutet das für mich, wenn ich jetzt über diese Winterdepression oder überhaupt jemand bin, der eher sich runterziehen lässt, dass ich dann so eine gelbe Brille tragen sollte? Das wäre idealerweise gut. Mhm. Nur wenn jemand, da muss man eben auch mit dem Klienten sprechen, man muss spüren, ist er fähig, ist er bereit? Dann muss man schauen, mit ihm vielleicht gebe ich ihm wirklich die gelbe Brille mit, damit er sie jeden Tag 5 Minuten trägt. Aber ich tendiere bei solchen klaren Situationen, gehe ich immer zuerst über Grün. Weil Grün ist die Mitte der warmen und der kalten Farben. Also sie gleicht aus und wenn ich mit Grün arbeite, gleicht sich wie das Thema auch aus. Und erst dann kann man genau abklären, wo liegt es genau. Aha. Weil Depressionen haben ja auch einen Hintergrund. Ja, klar. Und ich kann nicht direkt auf das Thema reinbrechen. Ich muss zuerst schauen, dass der Klient Zeit bekommt, sich zum Beispiel mit dieser gelben Farbe anzufreuden. Sonst macht er zu.
Ah, dann geht es auch hier sehr um eine feinfühlige Begleitung deiner Klienten, wenn sie kommen, weil das Spektrum ist ja vielfältig. Ja. Wir haben im Vorgespräch auch das Thema angesprochen, Kinder ist ja heute so eine Geschichte, ich habe es gesagt, jedes zweite ist mittlerweile verhaltensauffällig, wird zumindest behauptet. Du hast dann eine tolle Antwort gegeben, dass die neuen Kinder nicht mehr die alte Struktur haben. Und das ist vielleicht auch was wichtig gilt für Eltern zu wissen. Deswegen sage ich so, diese Farbtherapien, das hat man nicht oft gehört, weil es wird nicht viel darüber kommuniziert, aber es hat einen ganz tiefen Hintergrund. Was bedeutet das denn bei Kindern, dieses ganze Farbthema? Also ich kann eine Situation, die mir jetzt spontan in den Sinn kommt. Ich hatte einige Zeit viele adoptierte Kinder, die ein Problem machten. Mhm. Von verschiedenen Eltern natürlich. Und da ging es immer um das rote Thema. Also, da muss ich vielleicht noch einflechten, dass wir auch den 7-Jahres-Rhythmus berücksichtigen. Die ersten 7 Jahre braucht das Kind, um Wurzeln zu schlagen auf der Erde. Mhm. Und dann geht es zum Orange, das sind die nächsten 7 Jahre. Das ist die Gemeinschaft in der Schule. Und viele Kinder in den ersten 7 Jahren, gerade Adoptierte, sie sind ja entwurzelt worden und können nirgends mehr die Wurzeln schlagen, obwohl sie wunderbare Adoptiveltern haben. Aber der Mensch sucht immer die Mutter, mhm, in sich. Und dann reagiert es immer mit Rot. Also es wird unaufmerksam, auflätig, es ist nicht aufmerksam in der Schule. Aggressionen steigern sich ein bisschen. Die Aggressionen steigern sich und die Eltern wissen gar nicht, was sie mit dem tun sollen. Ja. Und das kann natürlich auch in der heutigen Zeit sein. Da ist mir aufgefallen, dass die Kinder mit einem ganz anderen Bewusstsein auf die Erde kommen. Sie sind nicht so verwurzelt, sondern sind sie mehr luftig. Mhm. Sie kommen mit ganz viel Wissen schon her. Und sie müssen eigentlich lernen, das Ganze in die Materie hineinzubringen. Und das ist auch ein rotes Thema. Und was heißt das für die Eltern jetzt zum Beispiel, dass sie im Kinderzimmer, wenn das so wäre, eine Wand rot streichen sollten, dass die Bettwäsche nicht mehr weiß, sondern vielleicht rot sein sollte. Wie geht man mit dem Kind um in diesen Geschichten? Ich kann meinem Kind nicht so eine rote Brille geben, würde in der Schule alle sagen, guck mal, wie der aussieht. Wie mache ich das als Eltern dann für meine Kinder? Also, wenn eine Mutter oder das kann auch ein Vater sein, aber meistens ist es die Mutter, in die Beratung kommt, dann muss ich zuerst mal schauen, wann hat es angefangen, wie verhält sich das Kind. Ein kleines Kind kann zum Beispiel Aggressionen entwickeln, indem es sein Essen verweigert, mhm, oder den Stuhl verweigert. Das ist alles rot. Also es macht mit dem, bringt es Aufmerksamkeit. Und die Mutter ist ja hilflos gegenüber solchen Situationen. Ja. Meistens fühlt man sich als Mutter ja betroffen. Das ist ja das Thema. Das Beste für das Kind. Natürlich, das ist jetzt Thema. Ja. Ich bin auch Mutter von 2 Kindern. Ich kenne das zu gut. Und da muss ich zuerst mal die Ist-Situation schauen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, je nach Alter des Kindes, kann es zum Beispiel mit den farbigen Stiften malen, ich gebe ihm die 7 Farben als Farbstifte und jedes Kind kann ab 3-4 Jahren Striche machen. Und schaue mal, was es da macht. Ich kann auch mit 7 Strichen sehen, wo es steht. Aha, das heißt, dahinter gibt es auch noch einen Haufen psychologisches Wissen, mhm, was dir beigebracht wurde, um zu deuten zu können, wie geht das Kind jetzt mit den Farben um, welche Farben werden wo verwendet. Da gibt es ja auch das Oben-Unten-Thema und was ist rechts und was ist links und so weiter. Mhm. Anhand dessen, wie das Kind sich dann mit den Farben im Prinzip im Spiel oder im Malen äußert, kannst du schon gewisse Rückschlüsse ziehen und kannst sagen, aha, da liegt der Hund begraben. Ja, also
Welche Farbe liebt es, welche Farbe lehnt es ab? Und dann reagiere ich meistens so, dass ich einfach eine grüne Farbmassage mache, wenn es zulässt. Das ist die andere Geschichte. Wenn das Kind es nicht zulässt, übertrage ich es der Mutter, dass sie jeden Abend den Rücken mit der grünen Farbe, mit den grünen Ölen einmassiert. Da bekommt nämlich die Mutter die grüne Farbe auch in den Händen. Mhm. Und das ist dann ein Spiel miteinander. Größere Kinder lieben noch, wenn sie so einen farbigen Stein mitnehmen dürfen. Mhm. Das heißt, den einen Punkt muss ich noch mal drauf, mit grünem Öl einmassieren. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich kriege dann von dir ein Öl, was grün eingefärbt ist? Oder wie, also es gibt, wir haben in sieben Farben haben wir farbaktiviertes Öl. Das ist mit Farben und Düften aktiviert. Mhm. Also, was die Farben entsprechen. Und das ich brauche, oder wir als Farbtherapeuten brauchen das für die Farbmassage, Ausgleichsmassage. Und das ist eine wunderbare Massage. Aber ich darf das nicht mit einem Kind unter 5, 6, 7 Jahren machen. Weil das ist ja noch im Aufbau. Ich darf nicht etwas ausgleichen, was es noch nicht hat. Ah, verstehe. Und grün ist neutral. Mhm. Man kann es auch ganz einfach machen. Man kann jeden Abend mit gutem Olivenöl den Rücken einmassieren. Okay. Das ist eine ganz banale Geschichte. Und es gibt noch ganz viele einfache Geschichten. Also und das sind dann die Hausaufgaben, die ich gerne mitgebe, damit eine Entwicklung stattfinden kann. Ich muss die Entwicklung nicht machen, sondern der Klient. Und auch dort im Bereich, wo das Kind lebt, in der Familie, in dem Umfeld, dort muss da was passieren. Das bedeutet, du gibst im Prinzip dann, nachdem du den Kleinen oder die Kleine dir angeschaut hast, die eventuell gemalt hat, Farben ausgesucht, dann kannst du der Mutter so ungefähr sagen, dort liegt der Hund begraben. Ich würde dir empfehlen, über die Farben im Umfeld, das Thema Stein finde ich ein ganz tolles, haben wir sogar das doppelte Stein, hat ja auch noch eine Schwingung dazu. Und als drittes dann diese Thematik mit diesem Öl und Einreiben. Das heißt, du gibst denen dann eine Anleitung und dann kommen die irgendwann wieder und dann kannst du ein Ergebnis feststellen? Mhm. Also ich habe zusätzlich auch, das ist sehr individuell, ich hätte auch zusätzlich noch die Möglichkeit, mit den Bachblüten zu arbeiten, weil jede Bachblüte auch einer Farbe entspricht. Mhm. Das wäre die andere Variante. Da muss ich etwas spüren. Ist es gut, wenn man dem Kind etwas mitgibt, was einnehmen muss? Mhm. Und dann muss die Mutter und das Kind das Gleiche einnehmen, sonst geht es nicht. Oder schaue ich zuerst mal mit dem Einreiben, mit dem Körperkontakt, den finde ich eben auch sehr wichtig. Und dann mache ich es meistens so, dass ich nach einer Woche, 10 Tage mal ein Telefongespräch habe. Mhm. Zum Schauen, was passiert jetzt oder was ist geschehen. Ich kann ja nicht die Mutter und das Kind jede Woche da zu mir holen, sondern das braucht dann, ja auch Zeit. Man muss dem Zeit geben. Das heißt, Farbtherapie ist keine Hauruck-Therapie, sondern das ist auch eine Zeitgeschichte. Somit denke ich auch, dass es besser wirkt, weil die Natur braucht alles seine Zeit. Und jetzt sagtest du eben, Mutter und Kind müssen das Gleiche nehmen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Das Kind hat doch nur ein Problem. Wieso muss die Mutter das Gleiche nehmen? Weil die Mutter und das Kind miteinander in der Schwingung sind. Okay. Also wenn die Mutter nichts ändert, kann das Kind auch nichts ändern. Also dieser Spiegeleffekt. Genau. Und dazu nehme ich dann auch die Definition des Namens dazu, weil es ist mir schon einige Male passiert, dass Mutter und Kind genau die gleichen Farben im Namen haben, obwohl sie nicht gleich geheißen haben. Mhm. Und da spiegeln sie sich wieder. Und der Spiegel ist nicht immer angenehm. Das heißt, dass das, was die Mutter nicht so mag, das Kind genau macht, um das zu reflektieren,
weil sie sich da eingeschossen hat. Also es sind viele Dinge dann über, wie greift denn da die Farbtherapie, wenn jetzt genau so eine Situation entsteht, dass die Mutter eigentlich genau das nicht mag, was da die Tochter gerade fabriziert, weil sie im Prinzip das an sich schon nicht gemocht hat oder in ihrem Umfeld schon nicht. Und die Farbe macht da was, die gleicht die beiden aneinander an oder wo ist das, was da die Farbe bewirkt? Zuerst ist es mir wichtig, dass vor allem die Mutter das Bewusstsein bekommt, was passiert eigentlich jetzt? Weil das Kind oder die Seele des Kindes hat ja diesen Namen ausgesucht, den die Mutter ihm gegeben hat. Und es gibt ja keine Zufälle. Nee. Also die Seele hat durch die Mutter gesprochen und jetzt hat sie das Kind und muss mit diesem Spiegel fertig werden. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, rein über das Wissen, über das Bewusstsein, ist der Stress weg, dass die Mutter etwas Falsches macht, sondern sie muss nur die Gedanken oder die Einsichten ändern. Aber das braucht ja auch seine Zeit. Und da unterstütze ich einfach. Das heißt, diese Schwingung, die über die Farbe kommt, wird natürlich vom ganzen System aufgenommen. Genau. Das heißt, die Berührung ist ja das eine, aber grün, allein schon, wenn ich grün denke, passiert in meinem System etwas. Und du hast es vorhin mit dem Blinden beschrieben, der ein Tuch in der Hand hat, es gar nicht sehen kann, dass es grün ist, aber durch die Schwingung spürt er, dass es grün ist. In die Geschichte gehen wir ja gerade in eine offene Zeit hinein. Die Menschen fangen an zu verstehen, dass hinter der Materie noch viel, viel mehr steht. Wissenschaftler sagen, nur 4% unserer ganzen vorhandenen Dinge nehmen wir wahr. 94% bleiben uns im Verborgenen. Und das ist wieder sowas, wenn du auch sagst, der Namen, das heißt, das werden wir gleich, liebe Zuschauer, nach der Pause mal mit mir machen. Mal schauen, was ich für einer bin. Das heißt, dir ist der Name wichtig, du schaust, wie das Kind mit den Farben umgeht, welche Farben es wo positioniert. Oftmals auch das Gespräch natürlich mit Mutter und Kind, wo liegt die Ursache im Konflikt oder vielleicht in dem Unwohlsein oder in den Aufregungsfaktoren. Es gibt ja tausend Dinge, die da immer erscheinen. Und du hast mir vorhin auch noch was gesagt, und zwar, dass es nicht so ist, dass jetzt die Leute einfach hinkommen und sagen, ja, ich habe jetzt Rückenschmerzen, würde gerne mal eine Farbtherapie machen. In der Masse ist es auch in Begleitung zu einer anderen ärztlichen Maßnahme. Und ist es dann wieder diese Frequenzunterstützung? Also wir haben auf der einen Seite ja viele medizinische Ausrichtungen, die rein die Körperlichkeit beachten. Und wir wissen aber, das reicht nicht. Und jetzt kann es sein, dass das, was du machst, dass das im Prinzip an diese Therapieform, die er schon bei einem Mediziner macht, noch angeglichen wird, um es zu fördern? Oder warum wird das gemacht? Also es kommt auf die Situation drauf an, aber die Farbtherapie hilft ihm, einen ausgleichenden Farbenhaushalt zu behalten. Jemand, der zum Beispiel an Krebs erkrankt ist, das ist ja auch ein großes Thema. Absolut. Da ist die einzige Farbe grün. Darf keine andere Farbe nehmen. Also das heißt, ich begleite einen solchen Menschen, er kann die grüne Brille jeden Tag mal anlegen, er kann grün aktiviertes Wasser trinken. Wie, er kann? Grün aktiviertes Wasser trinken. Grün aktiviert, das hast du uns jetzt hier aktiviert? Ja. Und es sieht aus wie Wasser, ich zeige das, es sieht ganz normal aus, wie ganz normales Wasser. Und aktiviert heißt, es hat die Grünschwingung drin. Genau, also da habe ich so Folien. Und mit diesen Folien kann man um das Glas legen oder um eine Flasche, wenn immer möglich eine Glasflasche. Sehr gut, bin ich auch dafür. Aber wenn es nicht möglich ist, also sage ich immer, dann geht nichts kaputt wegen dem, dass man es nicht macht. Aber es wäre besser so. Mhm. Sonst nimmt man ein Glas. Und dann stelle ich das vielleicht 10 Minuten an die Sonne oder ans Licht, trinke das schluckweise und grün ist entgiftend und hilft eigentlich zum Beispiel einem Krebspatienten, im Gegensatz zu der Chemo und allem zusammen, eine Ausgeglichenheit im Körper zu behalten.
Und man kann natürlich jetzt auch andere Farben brauchen. Wenn jemand schlecht schläft, kann man auch blau aktiviertes Wasser machen. Also man kann das Wasser immer auch in die Frequenz bringen. Das heißt, ich könnte theoretisch, wenn ich den Prozess fördern will, kann ich die Brille, die entsprechende, mir am Tag 5 Minuten aufsetzen. Mhm. Ich kann, wie wir es eben gehört haben, mein Wasser über die Farbe informieren und dieses Farbfeld reinbringen. Liebe Zuschauer, gleich gehen wir noch viel mehr ins Detail und schauen uns einmal an, was diese Farben noch in unseren Körpern und vor allen Dingen in unseren Zuständen verändern können und was es heißt. Bis gleich nach der Werbung. Schon sind wir wieder zurück nach der kurzen Werbeunterbrechung. Bei mir heute im Studio Marietta Keller. Das Thema Farbtherapie, psychologische Betreuung, den Menschen auf die Sprünge helfen über eines unserer ureigensten Geschichten, und zwar der Farbe. Dass da so viel dahinter steckt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wir haben eben vor der Werbepause gehört, dass wir auch Farben über Wasser aufnehmen können, indem man farbige Folien ums Glas oder um die Flasche das dann in das Licht stellt und diese Information, die über die Farbe ins Wasser dann gegangen ist, aufnehmen können. Und dass Farben uns aus ganz verschiedenen Dilemmas herausbringen können, wenn wir wissen, damit umzugehen. Und deswegen ist die Marietta Keller heute bei mir, um uns das zu erklären. Jetzt hattest du eben gesagt, dass es auch mit dem Namen was zu tun hat. Erstmal grundsätzlich, wie soll ich das verstehen? Was hat mein Name mit Farben zu tun? Also wir haben in der Farbtherapie ein eigenes System. Es hat nichts mit Zahlen und Buchstaben, Numerologie und sowas zu tun. Zahlen und Buchstaben zu tun, ja. Sondern es ist ein eigenes System. Und da hat jeder Buchstabe eine Farbe. Und wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch aus diesen 7 Farben besteht, kann es zum Beispiel sein, dass ein Name, sagen wir jetzt mal Anna, die hat 2 verschiedene Buchstaben, Violett und Rot. Mhm. Also da fehlen logischerweise einige Farben, rein von dieser Geschichte her. Dann ist es so, dann nehme ich noch das Geburtsdatum und die Quersumme des Geburtsdatums und das Sternzeichen. Mhm. Und das ganze Paket zeigt mir, wie sein Haushalt aktuell ist, wie bewusst ist. Das ist ihm klar. Mhm. Aber trotzdem hat er alle Farben in sich. Und dann gibt es eben unbewusste Farben. Und es kann gut sein, dass der Mensch genau in diesen unbewussten Farben, wenn es ihm schlecht geht, reagiert. Aha, aber wenn er es natürlich nicht weiß, kann er nichts dagegen tun, kann auch nicht keinen Ausgleich schaffen und so weiter. Irgendwann wird es ja zur Krankheit dann. Und der Name spiegelt auch. Ich spiegle mich mit dem Namen. Es ist nicht gleich, ob ich mich Gertrud nenne oder Trudi. Ah, auch diese ganzen Verniedlichungsformen, Abkürzungen, Spitznamen, Kosenamen tun eigentlich das verfälschen, was es eigentlich sein soll. Dann machen wir vielleicht mal so ein Beispiel, dass die Zuschauer das verstehen. Wo wäre der Unterschied, wenn man meinen Namen abkürzt, also mich Nobby nennt zum Beispiel, war früher, als ich in der Schule war, so der Spitzname, hat Nobby gesagt. Und natürlich heute nicht mehr, heute sagt jeder Norbert zu mir. Und da gibt es ja einen gravierenden Unterschied da, weil in der ersten Form fehlt ja ein Teil meines Namens. Genau, da bist du amputiert worden. Zum Beispiel, ja. Und vor allen Dingen wichtig ja, das erlebe ich ja heute auch noch oft, wir haben es vorher auch gesagt, dass Rosmarie oder Rosalba einfach in Rosi abgekürzt wird. Mhm. Was bedeutet das denn für den Menschen dann? Also das ist jetzt der Nobby. Mhm. Das ist der Nobby. Der Nobby? Ja,
ich zeige das jetzt mal in die Kamera. Das sind jetzt, wenn die mal ein bisschen dann herfahren kann. Das heißt, du hast jetzt da verschiedene Farbfelder, musst ein bisschen näher kommen, dass man das sehen kann. Ja. Das ist der Nobby. Ja. So, jetzt haben wir hier, welche Farben haben wir? Also zuerst ist Rot. Ja. Also das ist ja auch eine körperliche Farbe. Ich denke, du bist ein Mensch, der sehr wahrgenommen wird. Ja. Und das ist der erste Eindruck, den man von dir erhält. Das Rote, das Stabile. Und dann kommt der O, der ist orange. Mhm. Und dann bist du ja jemand, der spontan auf die Menschen zugeht. Das ist orange. Mhm. Gemeinschaft. Das ist dein Thema. Und der B von Nobby, das ist dunkelblau. Und dann, wenn du die Beziehung aufgenommen hast, dann kommt bei dir im Moment das Überlegen, vielleicht unbewusst etwas zurückziehen, überlegen, Hirnen studieren. Ja. Wie verbinde ich jetzt das Ganze? Mhm, wo geht es bei mir hin? Ja. Und dann bei Nobby ist das Gelb am Schluss. Und dann wirst du aktiv. Das ist die gelbe Farbe. Dann schreitest du voran. Aber jetzt bist du der Norbert geworden. Und jetzt hast du eine. Und jetzt geht die Aufgabe weiter. Okay. Das ist. Norbert hat. Der hat anstatt neben dem Orange hat er jetzt ein R. Richtig. Also, der Norbert geht auf die Leute zu, jetzt kommt er mit dem Hellblauen und er spricht mit ihnen. Mhm. Was der Nobby nicht gemacht hat. Richtig. Und er spricht, er will zuerst die Menschen kennenlernen und erst dann zieht er sich zurück. Und dann wird das Gleiche, studierst, überlegst, denkst. Jetzt kommt wieder, kann gut sein, dass du nochmal das Thema aufwühlst oder redest. Ja. Und dann am Schluss kommt das. Am Schluss ist Violett. Mhm. Dann verbindest du dich mit dem Ganzen. Mhm. Und das ist der Norbert. Also das heißt, die Facette ist viel größer und bei jedem Sprechen meines Namens spiegelt sich diese Schwingung auch wieder. Also du lebst ganzheitlicher mit Norbert. Mhm. Also du kannst natürlich auch als Nobby leben. Das ist, aber ist eigentlich nicht mein das Thema. Ist für dich, das ist für jeden eine Entscheidung. Wie will er gegen außen sein? Wie will er sich verkörpern? Mhm. Und jetzt, wenn man da schaut, ist rot, orange, gelb, hellblau, dunkelblau, violett. Und das Grüne fehlt. Mhm. Die grüne Farbe fehlt hier. Ja. Also heißt das für mich, es kann sein, dass du, ich sage jetzt einfach, was mir da auffällt, es kann sein, dass du über das Herz dann sehr schnell bewegt bist oder manchmal auch verletzt. Ja. Und das ist deine Reaktion. Mhm. Und darum würde ich jetzt dir empfehlen, ganz viel grüne Farbe zu aktivieren. Ob das über Wasser, über Farben, über Spaziergänge in den Wald ist. Das ist der große Vorteil. Direkt, wenn ich aus meinem Wohnzimmer hinausschaue, schaue ich in die grüne Hülle. Genau. Nimmst du es auch auf? Absolut. Gut. Das ist wichtig. Ja. Also viele Menschen schauen ja irgendwo hin, aber sie nehmen es nicht auf. Ja, das ist für mich sehr beruhigend. Vor allen Dingen das Natur, das ist ein großer Baum im Garten und so. Viel Grün, viele Wiese und so. Und das ist sehr beruhigend, wenn ich da sitze und über was nachdenke. Unglaublich. Ja, ja. Dort holst du deine Energie, für diese Farben wieder zu leben. Okay. Und das ist
das ist immer der Anfang einer Beratung. Wer bin ich und wie lebe ich mich? Über das Bewusstsein. Mhm. Ich kann den Menschen nicht ändern. Ich kann ihm nur helfen, bewusst zu werden, was er in sich spürt oder was er möchte oder vielleicht noch nicht gefunden hat. Vielleicht. Das heißt, du entschlüsselst das so ein bisschen. Ja. Viele Menschen im Moment sind ja an dem Punkt gerade, wo sie sagen, gehe ich rechts oder gehe ich links oder gehe ich unten durch oder oben drüber. Mhm. Und da ist es ja gerade wichtig, dass man Dinge, über die man vorher nichts wusste oder nicht geschrieben hat, die mittlerweile bekannt sind, den Klienten, den Menschen, die das interessiert, sagen, Mensch, ich muss mich irgendwo finden. Das ist witzig, ich habe auch eben als erstes zu der grünen Brille gegriffen, ist in der Pause, ne? Und dann muss es mal, ist schon witzig. Keine andere, die grüne war die erste, die ich aufgesetzt habe, um zu sehen, wie das aussieht. Also auch ein ganz tolles Hilfsmittel. Wenn ich so zu dir gekommen bin, kann ich diese Brillen bei dir erwerben oder wie funktioniert das? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann sie kaufen oder ich kann sie auch für einige Zeit ausleihen. Mhm. Und dass er mal sehen und spüren kann, ist es das Richtige für mich? Oder möchte ich lieber einfach beim farbaktivierten Wasser bleiben? Was ist für mich einfacher? Vor allem Menschen, die sehr viel am Computer arbeiten, ist grün ganz wichtig. Trifft ja auch zu. Das ist natürlich der tägliche Begleiter, ist ganz klar, geht gar nicht anders. Da ist es natürlich auch möglich, dass man am Arbeitsplatz vielleicht etwas Grünes neben den Computer legt, wo man hinschauen kann. Mhm. So kleine Details. Grüne Tastatur. Wir haben gleich mal grüne Sessel hingestellt. Zum Beispiel, ja. Also, das heißt, du kannst mit dem, was dieses Thema Farbtherapie hergibt, den Menschen, die dich aufsuchen, mehr Klarheit verschaffen. Wo gibt es Lücken? Wo reflektiert was? Wo spiegelt sich was? Und warum tut es das? Dass man da erkennen kann. Und am besten auch natürlich, glaube ich, im Thema der Konfliktlösung. Das heißt auch zwischen Pärchen, zwischen Partnern, die da irgendwo sich ständig kappeln. Eltern-Kinder, das klassische Problem, vielleicht sogar Eltern-Großeltern. Das ist ja auch oft sowas, dass man plötzlich sich mit eigenen Eltern nicht mehr versteht, weil man sich weiterentwickelt. Und da gibt es oft so Dinge, wo die Farben helfen können. Ja. Also es geht nur über das Bewusstsein. Mhm. Aber ich kann natürlich in jedem Fall, also ich finde das mit dem Namen einfach fantastisch, ich persönlich. Es gibt so viel Aha-Erlebnis immer, wenn ich mit Farben arbeite und dem Namen. Und dann erarbeite ich mit den Menschen, wie möchten sie jetzt weitergehen? Möchten sie zum Beispiel regelmäßig für die Entwicklung weiterzugehen, eine Ausgleichsmassage zum Beispiel? Da arbeite ich auf dem Rücken mit den verschiedenen Ölen und reibe die da ein, die verschiedenen Farben. Es ist eine wunderbare Geschichte, die entspannt und füllt den ganzen Körper auf. Es ist eine Gesundheitsvorsorge. Das ist ja das Allerwichtigste. Mhm. Und das ist die eine Möglichkeit. Da gibt es vielleicht Menschen, die sagen, ach nein, ich möchte eigentlich nicht berührt werden. Mhm. Da kann man auch Lichtbestrahlungen machen. Das ist auch möglich. Da arbeite ich auch mit Licht und diesen Filtern. Ah, die kommen dann vor eine Lampe quasi, dass es dann in grünem, gelbem, blauem, je nachdem, Licht da den Klienten bestrahlt quasi. Also bei Schulterverspannungen, da ist das Orange super. Kann ich mit orangem Licht bestrahlen. Mhm. Oder mit einem orangen Tuch. Jetzt geht es ja immer bei dem Thema Schulterverspannungen war jetzt so eine klassische Geschichte. Mhm. Da ist ja meistens die Ursache nicht, dass der schief läuft, sondern meistens sind ja die Ursachen bei diesen ganzen Nacken- und Schulterproblematiken der Druck. Menschen stehen unter Druck, Leistungsdruck, Existenzsorgen, Nöte, Familie, alles stemmen und so weiter. Und plötzlich verspannt sich der Nacken immer schlimmer, bis es dann Bandscheibenvorfälle und alles Mögliche gibt. Jetzt gehe ich zu dir. Mit der Farbtherapie ist da schon mal ein Akutansatz gemacht, dass das Ganze nicht mehr da in Schmerzen ausartet. Genau. Aber der zweite Punkt ist ja immer, du hast vorhin das von der psychologischen Thematik erwähnt, du begleitest dann die Menschen auch dahin, um an die Ursache zu kommen. Wenn er will.
Ja, Voraussetzung. Aber sozusagen soll sich der Weg zu dir sparen, wenn er nicht will. Ja, wenn er vielleicht keine Schmerzen mehr hat, reicht es ihm. Das gibt es auch. Ja, aber irgendwann, die Erfahrung sagt uns dann, meistens kommen sie woanders wieder. Ne? Ja, wäre schön, ja, wenn man dann weitergeht. Ja. Dann muss man schauen, ja, ist ganz praktische Dinge. Bin ich an einem Arbeitsplatz, der mich nicht behagt? Also sitze ich falsch oder halte ich mich falsch? Das ist mal das Normalste, was ich frage. Mhm. Ist es ihm unwohl? Oder sitzt er hinter einem Fenster oder was auch immer? Ja. Das sind so die Banalitäten. Und dann, wann kehrt es immer wieder, wann kommen die Schmerzen immer wieder? Mhm. Hat es vorher eine Ursache? Ist es ihm bewusst? Was passiert dann? Halte ich mich so? Das heißt, du bohrst dann schon noch ein bisschen danach bei deinem Klient, der zu dir kommt, der will ja ein Ergebnis haben. Und wie gesagt, toll finde ich natürlich, wenn dann der Schmerz weg ist. Aber wie gesagt, Symptombehandlung, wissen wir ja, hält meistens nicht lange. Es muss an die Ursache gegangen werden. Das ist dasselbe mit einer Blasenentzündung. Du kannst zwar eine Blasenentzündung relativ rasch mit oder intensiv mit der Farblampe kurieren, zwei, dreimal hintereinander, wenn man rechtzeitig kommt ohne Antibiotika. Aber wenn dann in einem halben Jahr wieder eine Blasenentzündung ist, dann muss man dann schon tiefer gehen, weil das bringt ja nichts. Dann würde man nur wieder an der Oberfläche die Symptome letztendlich behandeln, aber die Ursachen werden nicht gefunden. Natürlich. Und das finde ich ganz toll, auch in diesem ganzen Thema, heute habe ich wieder viel gelernt, mit den Farben, dass wir ein weiteres Mittel haben, letztendlich unsere Ganzheitlichkeit in die Mitte wieder zu bringen, dorthin zu bringen. Und wie gesagt, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Jetzt hast du noch was gesagt mit dem Licht und einer Maske vorher in der Pause. Da hast du so ein Gerät noch, das sieht aus wie eine kleine Taschenlampe mit Aufsätzen da vorne drauf. Genau, das sind die 7 Farben. Mhm. Die brauche ich auch bei der Ausgleichsmassage, weil ich kann ja da oben nicht, im Kopf oben mit kann Öl ich gar nicht mit Öl und so. Therapieren. Das zeigen wir vielleicht gerade mal, dass die Zuschauer mal sehen, wie das aussieht. Ein bisschen langsam gebraucht. Ja, dann sieht man, dass es auch genutzt wird. Ja. So sieht das Thema aus. Hier geht es um so eine Lampe, die verschiedene Farbaufsätze hat. Und jetzt je nachdem, was du bei deinem therapeutischen Ansatz festgestellt hast, wie kommt das jetzt zur Anwendung? Also wenn ich zum Beispiel eine verstopfte Nase habe, dann hilft mir Rot oder Orange bestrahlen auf den Nasenflügel und dann löst es. Das ist einfach die Farbe, erzeugt dann eine Resonanz im Körper. Ja. Und wenn er diese Schwingung, die über die Farbe da vermittelt wurde, bekommt der Körper, fängt er an zu reagieren und tut irgendwas, hört sich ja irre an. Also die warmen Farben lösen, die kalten Farben beruhigen. Das ist der Grundsatz. Okay. Wenn ich Schmerzen habe, brauche ich ein blaues Licht. Mhm. Und wenn es tiefgreifend ist, eben konstant, verhockt, dann brauche ich etwas Warmes, dass es rausgenommen wird. Mhm. Das ist eigentlich der einzige Grundsatz, der immer hält. Im Anwenden, das heißt, Sport zum Beispiel ist ja so eine Sache, wo ich mich oft mal zerren kann oder ich habe mich nicht gut warm gemacht. Und diese klassischen Wehwehchen, die man da so kriegt, dann wäre auch diese Farbtherapie, wenn jetzt der Sportler zu dir kommt und sagt, Mensch, ich bin jetzt da Profisportler im Bereich Fahrradfahren oder was, habe ständig hier Verspannungen an den Waden und zerre mich in den Knien. Da wäre es auch dann möglich, mit Licht dagegen zu agieren? Also da kommt mir spontan in den Sinn, farbaktiviertes gelbes Wasser. Oder farbaktiviertes gelbes Bad zu nehmen. Das entspannt die Muskeln. Es ist etwa gleich wie Magnesium. Und wenn man joggen gegangen ist und dann ein gelb aktiviertes Bad hat und da reinsitzt, entspannen sich die Muskeln. Ganz einfach. Weil nicht jeder hat ja eine Farblampe zu Hause, die so groß ist. Ja. Also
Es ist auch möglich, dass man das organisieren kann. Das ist nicht das Thema. Aber ich sage mal, so Sachen wie Erkältungen zum Beispiel. Das ist ja gerade, wenn du Kinder hast, dann kannst du aufpassen, wie du willst. In der Schule haben 30 Grippe geholt, baff, haben alle die Grippe. Das kennt man ja als Eltern. Da wäre es doch dann ideal, wenn ich diese Dinge wüsste. Kann ich jetzt als Mutter zu dir kommen und kann sagen, ich möchte so einen Kurs machen in Farbtherapie? Wahrscheinlich wird dein Wissen sich nicht so schnell vermitteln lassen. Aber so Grundzüge zu wissen, machst du sowas? Gibt es solche Kurse? So etwas ist geplant, ja. Also mir ist es wichtig, dass ich mit einfachen Mitteln Tipps und Tricks gebe, sage ich jetzt mal. Das kann sein, dass ich ein entsprechend farbiges Set auf den Tisch lege, entsprechende Servietten, entsprechenden Löffel für das Kind. Oder wenn es Halsweh hat, kann ich ein Seidentuch gebrauchen. Blau nimmt ja die Entzündung. Es ist ja Hitze, da brauchen wir Kälte. Ja. Wenn es dann verhockt ist, dann brauchen wir eben wieder das Orange. Dann zieht es das raus. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Oder eben grün aktiviertes Wasser. Und das kann jedermann machen. Jedermann. Du bietest dazu an, eine Einführung in die heilende Kraft der Farben. Wenn das, was da auf meinem Bildschirm ist, die Regie mal einblendet. Und zwar, es ist ein Seminar, die Farben sind die Kinder des Lichts und ohne Licht können wir nicht leben. Jede Zelle braucht das Licht, um sich zu entwickeln. Farben haben demnach einen direkten Einfluss auf unsere Gesundheit. Dieses Wissen uralt und es wurden Spuren von Farben schon in den Pyramiden entdeckt. So, das heißt, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, gut, das interessiert mich, dann kann ich mich zu diesem Infoseminar anmelden. Genau. Schauen wir mal ein bisschen weiter unten und dann kommen wir gleich, aha, da haben wir es schon. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen höher gehen. So, an dieser Einführung erleben Sie die heilende Wirkung der einzelnen Farben und wie sie optimal eingesetzt werden können. Sie erkennen, was die sieben Farben für einen Einfluss auf Körper, Seele und Geist haben, welche Möglichkeiten es gibt, um die Farbschwingungen selber im Alltag einzusetzen, weshalb nicht alle Menschen die gleichen Farben angenehm empfinden. Das ist am Donnerstag, den 29. August oder am Sonntag, den 8. September, also an beiden Tagen das Gleiche. Genau. Genau. Von 9.30 Uhr bis 17 Uhr. Wir stellen das natürlich unter aktuell auf unserer Website, dass die Zuschauer sich da anmelden und informieren können. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo das Ganze ist. Das Ganze, und jetzt blenden wir einmal die Webseite ein. Die heißt Das Zentrum. Und das Zentrum ist nicht nur deine Praxis, sondern noch ein bisschen mehr. Und das Zentrum ist, jetzt gehe ich mal ganz nach unten, dass die Zuschauer sich auch gleich die Adresse anschauen können. Ganz unten steht es im Buchsweg 9 in 3052 Zollikofen. Für nicht so Schweizbewanderte wie ich, wo ist Zollikofen? Zollikofen ist mit der RBS, das ist vom Hauptbahnhof Bern 10 Minuten. Ah, gute Nahverkehrsanbindung, um zu dir ins Zentrum zu kommen. Es hat zwei RBS, es hat eine SBB, es hat einen Bus. Also es Bus, wie weit vom Busplatz bis noch zu dir? Das kommt vom Bus. Das ist alles ist etwa 3, 4 bis 5 Minuten zu Hause. Also alles kann ich gut zu erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, gut zu erreichen. Aber nicht nur, dass du dort praktizierst, sondern in dem Zentrum, und das ist ja ein Anliegen von vielen unserer Gäste in der Sendung und auch Menschen, die uns zuhören und eigene Seminare zum Beispiel anbieten. Auch da kann die Marietta Keller Ihnen jetzt eine Location bieten. Ich zeige Ihnen mal kurz auf der Website den Grundriss des Zentrums. Da haben wir hier oben so eine schöne Seite und da gehen wir mal auf den Plan und da haben wir es schon. Das heißt, an diesem Ort in der Buchstraße in Zollikofen gibt es wie ein Seminarzentrum, wo auch deine Praxis drin ist. Genau. Da gibt es Räumlichkeiten, 20 Quadratmeter, 33 Quadratmeter, also Seminarräume, wo Toiletten sind da. Es ist eine tolle Aufteilung, die ist
dort gibt. Das heißt, ich kann mich mit Seminaren bis zu 30 Leuten, glaube ich, haben wir gesagt, in Theaterbestuhlung, ist so die Grenze, glaube ich, dessen, was man unterbringen kann. Ja. Und dann können dort Seminare durchgeführt werden, an jedem Wochentag, am Wochenende, wenn Sie sich über die eingeblendete Telefonnummer mit dir dort in Verbindung setzen können. Das Einzige, was ist, ich habe keine Küche, aber es hat ringsum Restaurants. Darum brauche ich auch das nicht. Genau, das heißt aber, die Seminarteilnehmer könnten sich auch was zu essen mitbringen und könnten dann in der Seminarpause das auch dann ganz normal im Seminarraum oder so. Ja, das ist 3-4 Minuten von dort weg. Wunderbar. Also eine irre Geschichte mit diesem ganzen Thema. Nochmal für Sie, liebe Zuschauer, so ein bisschen zum Zusammenfassen. Farbtherapie heißt eine Therapieform, in der die eigentlich, wie es vorhin beschrieben wurde, uraltes Wissen nur wieder uns bereitgestellt wird, dass wir es nicht vergessen. Farben können, weil sie schwingungsbehaftet sind, natürlich unglaublich viel in unserem Körper bewegen und unterstützen. Und das ist das, was die Marietta Keller, wie gesagt, lange Jahre macht und jetzt auch den Menschen lehrt, die Mütter und Erwachsene, die es anwenden wollen. Und wenn ich ein Problem habe oder eine Heilung nicht richtig vonstatten geht, dann sollte ich vielleicht mal zu einer Konsultation zu dir kommen, um zu sehen, ob ich das noch über das Schwingungsthema unterstützen kann. Habe ich das so gut gesagt? Super. Unsere Sendung rast dem Ende entgegen. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns. Ich hoffe, wir konnten unseren Zuschauern gut vermitteln, was die Farbtherapie alles leisten kann. Und wenn Sie sich mit dir in Verbindung setzen wollen, können Sie das über die eingeblendete Website oder Telefonnummer tun, um sich beraten zu lassen, was die Farbtherapie so leisten kann. Und eins will ich noch hinzufügen, sogar bei schweren Krankheiten, haben wir vorher gesprochen, ich will die immer so nicht nennen, gibt es auch Hilfestellungen, die über die Farbtherapie erfolgen können. Liebe Zuschauer, das war's. Farbtherapie, eine Möglichkeit, wo wir uns ohne, dass wir am Körper rumschneiden anfangen oder sonstige Dinge, einfach mal schauen können, ob wir nicht über diesen Weg unsere Dinge wieder ins Lot bringen können und dann weiter dazulernen, wie alte Dinge die bessere Lösung sind als vielleicht neue. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Einen schönen Abend Ihnen und eine gute Nacht. TimeToDo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.